Respect God. Respect God. Respect God. Salade du respect. Salade du respect. Salade du respect. Salatat al-ihtiram. L'objectif de la première phase de la formation franco-germano-marocaine, donc c'est d'une part de permettre aux participants de vivre une rencontre franco-germano-marocaine, une rencontre interculturelle, mais aussi ensuite dans un deuxième temps d'analyser ce qu'ils vivent là pour pouvoir ensuite développer des méthodes interculturelles qu'ils développeront ensuite pendant les rencontres de jeunes. Ça passe bien sûr par des méthodes d'animation linguistique par exemple, une méthode propre à l'ouvrage. Wenn wir heute von deutsch-französischen Begegnungen sprechen, erscheint es so, als wenn zwei Nationalitäten miteinander in Kontakt treten. In Wirklichkeit ist es ja so, dass wir oft mit jungen Franzosen arbeiten, die tunesische oder marokkanische Wurzeln mitbringen, dass wir Deutsche haben, die aus der Türkei stammen, aus arabischen Ländern stammen. Und dafür brauchen wir interkulturelle Teamer, die diese Fähigkeit haben, mit den jungen Menschen kompetent, qualifiziert und adäquat umzugehen. Bonjour! Bonjour! العالم أصبح قرية صغيرة والحدود كنشوفوا بأنها أصبحت كتنتظر تتنتظر خصوصا الحدود فيرتويال فمثلا عن طريق تطور وسائل الاتصال والإنترنت هناك فرص كثيرة للشباب أنهم يتعرفوا مع بعضهم أنهم يتلاقوا ولو في هذاك الفضاء اللي هو فضاء ديال التكنولوجيا وديال الشبكة العنكبوتية مع بعضهم لذلك فالتفاهم والتقارب أصبح مهم كذلك هذا التعاون شمال جنوب تفتح واحد الآفاق ديال التقارب ما بين الناس لذلك فتكوين مؤثرين دوليين هو شيء مهم وحنا شحال حنا كنا كنستافدوا كدول الجنوب من التأثير ديال الناس اللي جايين من دول الشمال الآن حنايا غتكون عندنا الفرصة بدورنا أننا نأثروا الناس في دول أوروبية ربما في دول أمريكا ربما في أفريقيا أو حتى في آسيا. لا، le fait que on soit avec un groupe allemand, français, marocain, le fait que les Marocains soient présents, ça donne un point de vue non européen et ça permet de prendre du recul sur notre société française mais aussi notre société européenne. Eux, ils nous apportent un autre regard sur ce qu'ils voient de nos actualités. C'est que par rapport à toutes les questions qu'on se pose actuellement en France et en Allemagne, en tout cas en France par rapport à l'identité nationale, eux, c'est des gens qui vont nous apporter un autre regard sur l'immigration alors qu'ils sont pas, qu'ils sont pas en France, mais c'est vraiment intéressant. Es treffen ja verschiedene Kulturen bei diesen Treffen aufeinander. Und wenn ich versuchen will, eine Kultur zu verstehen, also die anders ist als meine, die andere Sitten hat, andere Kunstformen und sowas, dann muss ich natürlich auch die Geschichte verstehen, weil also unsere Kultur, so wie sie heute ist, kann man ja nur also, im Lauf der Geschichte verstehen, weil sie ja aus etwas herausgewachsen ist. Also Kultur ist ja nicht etwas, was schon besteht, was fest ist, sondern das in einem Prozess, in einem Dialog entsteht. Und wenn ich versuche, die Geschichte zu verstehen, dann sehe ich auch, oder da kann ich eben auch viel besser verstehen, warum jemand heute einen bestimmten oder eine bestimmte Vorstellung von Werten oder eine bestimmte Weltvorstellung hat. Nous allons maintenant procéder à l'évaluation intermédiaire de la première partie de la formation. Viele Inhalte kannte ich, aber jetzt konnte ich sie auch aus einem anderen Blickwinkel sehen. Zum Beispiel die Kulturfrage hätte ich von einer ganz anderen Ecke aus angegangen. Also war es aber gut, da eine vereinfachte und andere Sichtweise zu sehen als das wissenschaftliche Blabla, sage ich mal, was dann nicht wirklich anwendbar ist. Heureux de passer un séjour agréable ici à Abo. Donc, de mon séjour, merci de le faire. C'est faire qui m'a donné l'occasion d'assister à une formation que je trouve intéressante et instructive. Je suis très contente de participer à cette formation. Je trouve que c'est une très bonne initiative. On peut rencontrer du monde, étranger, ce soit moi. Je trouve aussi que l'Allemagne est un très bon pays, malgré que je n'ai pas pu avoir.